Schnell. Verflucht. Ah, guck mal. Aber ich schätze, es macht nichts, solange er zum Sasauer Wirtshaus zurückkehrt. Dann reisen wir nach Sasau. Dann soll es so sein. Ja. Das will ich aber wissen, da muss ein Schatz. Piep, 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 piep. Ja, mal Marker setzen. Ja. Das ist doch. Ja, doch nicht. Hä? Aussehen. Zu weit. Da will ich hin, zum Haus. Dann, 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 dann. Cool. Komm her, Pferdchen. Ui. Ist ein Rezept entdeckt, Gegenmittel. Okay, jetzt können wir... Kloster. Bringst du ihn ja schon wieder fest, du Gaul, ey. Ja, das war ja hier das komische Käffchen, wo man so schnell durcheinander kommt, ne? Was zum Teufel? Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Gott behüte dich. Da oben ist er. Willkommen, Heinrich. Hey! Ah! Ah! Was zur Hölle machst du da? Freut mich, dich wiederzusehen, Herr. Ebenfalls. Zweifelsohne hast du viele Fragen. Allerdings. Lass uns reden, aber nicht hier. Die Wände haben Ohren. Treffen wir uns nach Sonnenuntergang beim Weiher. Ich warte bei der großen Weide. Mann, sag mir jetzt, was du zu sagen hast. Bei allen Heiligen, du bist tapfer. Trotzdem, wenn du reden willst, komm nach Sonnenuntergang zum Weiher. Ach, halt doch du. Wo ist denn der Weiher? Ja! Warten wir nochmal eine Stunde. Also, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Ich lockte dich hierher, da ich einen Aufruhr in der Schenke vermeiden wollte. Verzeih, aber allein zu kommen war ein Fehler. Dein letzter Fehler. Warte. Du willst dein letztes Gebet sprechen? Also gut, aber mach es kurz. Ich wüsste nur gern den Grund für den Überfall. Haben dir deine Spießgesellen nicht gesagt, weshalb du mich verfolgen sollst? Spießgesellen? Was redest du da? Ich bin auf Herrn Radzig Kobyllas Geheiß hier. Radzig Kobylla, was? Netter Versuch. Die meisten Leute erzählen herzzerreißende Geschichten über Weiber und Belger. Oder sie versuchen mich zu bestechen. So, reden. Na? Rede jetzt. Gottverdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. So, wer bist du? Ich will alles wissen. Wer du bist, weshalb du hier bist und was du über den geplünderten Wagen weißt. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben. Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, bei Gott. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Wieso soll ich am Ende sein? Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen. Sobald du zu einer Waffe greifst, sind deine Tage gezählt. Das gilt für jeden von uns. Nicht für jeden. Doch für jeden Einzelnen. Ob Ritter, Söldner oder Strauchdieb. Es gibt Männer, die friedlich sterben. Frau und Kinder an ihrer Seite. Aber nicht du oder ich. Du endest in einem Graben mit deinen Eingeweiden neben dir. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Radzig Kobylla, dem Herrn über Skalitz und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Steh auf. Nun Ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kobylla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer war's denn? Oha. Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Radzig dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Solltest du nicht mitkommen? Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Von dir war ich wohl... Ich wüsste gern mehr, aber ich glaube, mehr verrätst du mir nicht. Dein Gefühl trügt dich nicht. Wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst, aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Klingt etwas verdächtig. Mein Herr möchte eben nicht erkannt werden. Und wenn wir uns gegenseitig helfen wollen, muss es auch so bleiben. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Ja. Eine deutsche Stadt, richtig? Jo. Richtig. Sie ist sehr wohlhabend und es gibt dort viele Händler. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr? Nein, leider nicht. Oh. Was geschah mit Meinhard? Der ist natürlich tot. Ich weiß, aber was hast du mit der Leiche gemacht? Begraben. Er war ein Bastard. Aber ich bin keiner, der einen Christen in den Wäldern verrotten lässt. Verstehe. Und wo ist das Grab? Er floh vom Wagen aus den Hügel hinauf Richtung Norden. Neben dem Weg steht eine alte Hütte. Dahinter habe ich ihn begraben. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, weshalb du fragst. Grabschändung ist verwerflich. Ja, das musst du gerade. Ein Esel den anderen Langohr. Du liegst falsch. Ich habe Leben auf dem Gewissen, aber die Toten zu bestehlen, dafür habe ich nicht die Nerven. Solltest du mich nicht zu Pfeiffer begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Na schön, ich begebe mich zu Meister Pfeiffer. Gute Reise. Ich warte in Sasau im Gasthaus zum Fuhrmann. Verdammt nochmal! Hä? Hast du dein letztes Gebet gesprochen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Verdammt! Okay, warte. Da habe ich einen Fehler gemacht. WLAN? Zum Glück war abgespeichert.